Wer sein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr nicht in großen Einkaufszentren oder im Internet, sondern in kleinen Künstlerateliers sucht, tut genau das Richtige. Schließlich schenkt man dann ein echtes Unikat und auch ein Kunstwerk. Viele kleine Ateliers rund um die Landeshauptstadt öffnen in der Adventszeit ihre Türen für Besucher. In der Regel einmal im Jahr. Auch Grafikerin und Malerin Ursula Bahr aus Altmeteln hat am vergangenen Samstag Gäste eingeladen. Seit Anfang der 80er Jahre ist die aus Sachsen-Anhalt stammende Künstlerin auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten für ihre Ideen. Auch mit neuen Stoffen wird immer gerne experimentiert. Vor kurzem entdeckte Ursula Bahr etwas ganz Neues und das Schönes. Das ist Kozo, schreibt sich K-O-Z-O. Und das ist die Rinde des Papiermaulbeerbaums. Und diese Rinde, die muss mit Pottasche gekocht werden, muss lange kochen, muss gespült werden und wird dann mit einem Holzklopfer zu kleinen, feinen Fasern geklopft. Und in Asien hat man damals alles Mögliche aus dieser Faser machen können. Einmal im Jahr, zu Weihnachten, macht die Keramikerin aus Pingelshagen, Silvia Ludwig, ihr Atelier blitzeblank sauber. Sonst wird hier tagtäglich gearbeitet. Und etwas Chaos gehört natürlich immer mit dazu. Das Porzellan aus Pingelshagen ist landesweit sehr beliebt. Und es ist ein Markenzeichen von Silvia Ludwig. Ihre kleinen Kunstwerke sind begehrt. Neben reiner Handarbeit steckt darin auch viel Geschmack, Zeit und Kreativität. Außerdem kann das Porzellan aus der Meisterhand in jedem Haushalt praktischen Gebrauch finden. Die Künstlerin hat sich schon überlegt, was sie ihren Gästen als Weihnachtsgeschenke anbieten kann. Hier die engere Auswahl. Was ich als Keramiker ganz klassisch anbiete und auch am allerliebsten auch mache, und das ist zum Beispiel jetzt ganz klassisch das Teeservi. Und hier jetzt ganz schlicht in Weiß, was bei mir jetzt dieses Jahr neu ist, ist so die Perforierung, so ein bisschen gestempelt. Und genau, also das gefällt mir persönlich jetzt so gut, dass ich es auch eigentlich wirklich gerne ganz klassisch als Ensemble, als Teeservi empfehle für meine Leute, für die Kunden. Der größte Vorteil solcher Geschenke? Dahinter steckt eine konkrete Person, ein Mensch mit seinen Ideen und Inspirationen. Eine bessere Alternative zur anonymen Massenware kann man sich kaum wünschen.